Zucker macht dumm, vermuten die Journalisten von Arte. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, die Aussage ist so gravierend, dass ich das ein bisschen tiefer untersuchen möchte. Habe auch gemacht und ich war erschrocken. Zucker macht an so breiter Front so degenerative Wirkungen auf den Körper, dass ich dir das heute präsentieren möchte. Am Ende des Videos werde ich dir auch sagen, wie weit dieses Spruch, dass Zucker dumm macht, auch zutrifft. Jetzt zeige ich dir Ergebnisse von einigen wissenschaftlichen Studien. Hier ist aber noch zu sagen, dass alle wissenschaftlichen Studien, die über Einfluss des Zuckers auf den Körper sprechen, sie meinen immer dieses weiße, raffinierte Zucker, was du eventuell auch in deiner Zuckerdose auf dem Tisch stehen hast. Es wird nicht die Rede sein über natürliche Zuckerquellen, wie zum Beispiel Obst mit der Fructose oder Honig oder andere Sachen. Darum kümmern sich diese wissenschaftlichen Studien nicht. Die Ergebnisse sind auch gänzlich anders. Zum Beispiel Honig war in der Ayurveda-Lehre als Heilmittel zu sehen. Hier zeige ich dir eine von den wissenschaftlichen Studien über Methylglyoxal. Das ist eine Zwischenstufe in dem Abbauprozess von Zucker im Körper. Diese Methylglyoxal-Substanzen werden in den wissenschaftlichen Studien mit MGO abgekürzt. Aus dieser Studie habe ich ein Bild herausgenommen und dann siehst du schon gleich, wie verheerend ist die Wirkung von MGO auf den Körper. Unten hast du die ganze Palette an unterschiedlichen Krankheitsbildern dargestellt. Ich werde das jetzt in Einzelnen behandeln, aber nicht in der Reihenfolge, wie das von links nach rechts geht, sondern in einer anderen, in einer Reihenfolge, die besser die Ursache-Wirkungsprinzip zeigen. Ich fange mit Diabetes an. Warum fange ich damit an? Weil Hyperglykämie, Insulinresistenz und Diabetes, das sind die Schritte, wie sich das aufbaut und verbreitet. Das ist der Punkt, wo diese ganze Misere anfängt. Also Menschen, die so weit schon zugelassen haben, dass die Diabetes 2 Krankheit haben, dann haben die schon kräftig was verpasst. Weil das hat gravierende weitere Wirkungen. Weil aufbauend auf diesen Diabetes wird der ganze Körper negativ, destruktiv beeinflusst. Jetzt gucken wir uns den nächsten Schritt, der daraus resultiert. Das sind Schmerzen. Woher kommen Schmerzen? Das ist ein Ergebnis von Silent Inflammation. Das sind stille Entzündungen und die werden durch Zucker verursacht. Diese Entzündungsstellen solltest du in deinem Körper suchen und beseitigen, falls du damit konfrontiert bist, weil besonders diese stillen Entzündungen sind deswegen so tückisch und gefährlich, weil dein Immunsystem ständig damit beschäftigt ist. Auch dann, wenn du schläfst. Also in eine Phase, wo du eigentlich dich erholen möchtest. Der Schlaf ist der beste Mittel, um dich zu heilen. Wenn du in den Parasympathikus gehst, wenn du dich erholen kannst, dann werden die Reparaturvorgänge durchgeführt. Wenn du aber diese Silent Inflammations hast, dann geht der Körper nicht tief in diesen Entspannungsmodus rein und dadurch ist die Wirkung von der Reparaturvorgängen nicht so gut, als wenn du vollständig in einem Tiefschlaf dich regenerieren könntest. Hier ist noch zu ergänzen, dass alle Schmerzen, die du irgendwo hast, also auch Arthritis, die sind Folge von solchen Entzündungen. Der nächste Schritt ist Bluthochdruck.
Woher kommt das? Also, wenn jemand schon Diabetes hat, wenn er übergewichtig ist, dann muss der ganze Körper mit Versorgung und Entsorgung auch bedient werden. Also, wenn du zum Beispiel, sagen wir, 30 Kilo mehr an den Rippen hast als Normalgewicht, dann müssen diese 30 Kilo zusätzlich versorgt werden und auch die Abfallprodukte, die dort produziert werden, die müssen abgeführt werden. Das versetzt den Körper in Alarmbereitschaft und er kann das nur dann machen, wenn er Blutdruck nach oben schiebt, weil sonst würde er das nicht machen können. Der nächste Schritt sind Arteriosklerosen. Woher kommt das? Zucker ist ein Mineralien- und Spurenelemente-Räuber. Um Zucker zu verbrennen im Körper sind eben diese Mineralien notwendig und diese Mineralien ständig verbraucht werden später nicht ausreichend in der Menge sein, um Enzyme, Hormone oder Vitamine in deinem Körper aufzubauen. Das bedeutet, hast du Mangel an irgendwelchen Spurenelementen, dann können bestimmte Werkzeuge, die ich schon genannt habe, also Hormone, Vitamine oder Enzyme, nicht gebildet werden. Wenn sie nicht gebildet werden können, dann ist die Funktion davon nicht vorhanden. Diese enzymatischen Änderungen führen dazu, dass die Wände von Blutgefäßen plus Zucker in Übermaß beschädigt die Arterienwände und dann kommt der Körper mit den Reparaturmaßnahmen und versucht, diese möglichen Bruchstellen mit Kalzium abzudichten. Und das ist jetzt die Folge davon. Der nächste Schritt ist die sogenannte Epigenetik. Vor 30, 40 Jahren haben die Ärzte eine feste Meinung über die Gene gehabt. Falls irgendetwas genetisch bedingt wurde, dann hat man dem Patienten gesagt, okay, das liegt an deinen Genen. Und das war gleichbedeutend, ich kann für dich nichts machen, weil das von deinen Genen abhängig ist. Inzwischen ist eine ganze Wissenschaftszweig entstanden. Diese Epigenetik befasst sich eben mit den Einflussgrößen, die auf die Gene Einfluss nehmen und sie modifizieren. Das bedeutet, du bist nicht jetzt ein Opfer von den Genen, was du von deinen Eltern bekommen hast. Deine Art zu leben, deine Art zu denken, beeinflusst diese Gene und das ist keine feste Angelegenheit, sondern das ändert sich im Laufe des Lebens. Die Epigenetiker entdecken fast jeden Tag irgendwelche neue Einflussgrößen, die zeigen, dass das Ganze alles andere als starr ist und auch durch deine Lebensweise kannst du darauf Einfluss nehmen. Und diese MGO-destruktive Einfluss auf die Gene basiert darauf, dass die Gene hier destruktiv manipuliert werden. Diese fehlenden Enzyme und Übermaß an Zucker führen dazu, dass die Gene, die in breiten Mengen vorhanden sind, unterschiedlich maskiert werden. Also du kannst davon ausgehen, du hast eine große Anzahl von Genen und viele davon sind gar nicht aktiviert. Durch deine Lebensweise wird das aktiviert oder blockiert und Zucker hat hier eine weitgehend destruktive Wirkung auf diese Epigenetik und das hat weitere Folgen. Der nächste Punkt ist dein zentrales Nervensystem im Kopf. Es gibt dort auch eine Stelle, die besonders empfindlich ist darauf, das ist der Hippocampus. Wozu hast du einen Hippocampus? Du hast übrigens zwei Stück davon, links und rechts in deinem Kopf. Und dort werden ständig neue Neuronen produziert, damit du die täglichen Eindrücke, die du jeden Tag neu bekommst, alle abspeichern kannst. Von deiner Lebensweise ist jetzt abhängig, wie viel von diesen neuen Neuronen produziert werden. Ernährst du dich falsch, dann wird die Menge an neuen Neuronen, die produziert werden, wird kleiner sein.
Durch deine aktive Lebensweise, durch gute Ernährung, kannst du aber auf der anderen Seite dafür sorgen, dass mehr an neuen Neuronen produziert werden als ein Monat zuvor. Du kannst also darauf Einfluss nehmen. Du entscheidest eigentlich, wie das läuft. Wenn du darauf aber nicht achtest, dann degeneriert dein zentrales Nervensystem. Und das hat fatale Folgen. Das führt auch zu Demenz. Und wenn du in diesem Stadium schon landest, dann wird dein Leben nicht lebenswert sein, weil wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst, wie deine Kinder aussehen, wenn du nicht weißt, was du gestern gemacht hast, dann verliert massiv dein Leben am Wert. Sorge also dafür, dass deine neuen Neuronen dort im Hippocampus gebildet werden und dann kannst du dich vom Leben richtig erfreuen. Das hat wiederum Folgen und die Folgen sind auch Depressionen. Weil wenn das Ganze in deinem Gehirn schon degeneriert, dann führt das automatisch fast dazu, dass du in psychische Zustände kommst, die dir gar nicht dienlich sind und du kannst dich davon nicht erfreuen. Der nächste und fast der letzte Schritt ist die Alterung. Durch diese destruktive Einflussgrößen, die ich dir jetzt gezeigt habe, kommt dazu, dass dein Körper schneller altern wird. Und das ist auch ein Prozess, was du durch deine Lebensweise beeinflussen kannst. Wenn man also jetzt noch einmal auf dieses Bild schaut, dann sieht man, dass die Frage, ob Zuckerkonsum zu Dummheit führt oder nicht, durch viele, viele weitere Faktoren ergänzt werden kann. Das ist eine Sache, die mich tatsächlich überrascht hat, weil ich wusste zwar, dass Zucker eine destruktive Wirkung auf den Körper hat, aber Ausmaß der Katastrophe war mir erst mal in dem Moment bekannt, als ich diese Studien mir angeschaut habe. Jetzt komme ich zu der Frage, macht Zucker dumm? Wie du jetzt gesehen hast, durch Abbauprodukte von Zucker kommt zu massiver Beeinträchtigung von dem gesamten Körper. Also die Frage, macht Zucker dumm, ist ein bisschen zu schmal für mich. Man muss sich fragen, inwieweit ruiniert der Zucker dein ganzes Wesen? Das ist nicht nur Dummheit, die du dich fragen kannst, ob das bei dir auftritt oder nicht. Dabei wäre natürlich jetzt die Frage, wie messe ich meine Dummheit? Wenn ich 10% von meiner Denkfähigkeit eingebüßt habe, bin ich schon dumm oder noch nicht? Bin ich dumm erstmal dann, wenn ich 40% verloren habe oder vielleicht mehr? Diese Fragen musst du dir selber beantworten. Ich möchte noch nicht mal auf 5% von meiner Denkfähigkeit verzichten. Und das ist meine Antwort. Falls dieses Beitrag dir gefallen hat, klick mal auf den Link-Button, abonniere unseren Kanal, dadurch gibst du mir die Bestätigung, dass ich weitermachen soll. Falls du Fragen hast, und darüber werde ich mich freuen, schreib mal bitte in den Kommentaren. Vielleicht, wenn du Wünsche hättest, welche Themen wären für dich interessant zu behandeln. Ich gucke mir das sehr gerne an. Und werde die nächsten Beiträge nach deinen Wünschen richten. Okay, das war's für heute. Alles Gute. Ade. Ciao.